witzig. Soll ich dran, soll ich nicht dran? Ich hätte dran gesollt. Jetzt kommt man dann nämlich durch. Dann kommt man... Man sollte vielleicht auch nach rechts drücken, ne? Weil die haben ja die Kreissäge da so angebracht, dass man da... Oh, ganz vorsichtig sein muss. Na komm, ja, so. Schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein? Ja. Das dürfte schon gereicht haben, um den Schlüssel hier zu holen. Nee. Na komm, aufgeben. Weg damit. Nächster Versuch. Kommt man nicht durch. Wenn man zu langsam ist, da kommt man nicht durch. Na, das ist, als wenn die Kettensägen sagen, du kommst hier nicht rein. Jetzt war ich zu schnell, oder was? Ich frag mich immer noch, wie ich da oben an die Bandage dran kommen soll. Weil das erschließt sich mir meinem gerade so gar nicht. Ne, das war zu langsam. Da muss ich noch von weiter unten und das... Es muss in einer flüssigen Bewegung landen. Oder es muss halt in so ein bisschen Flüssigkeit damit bei sein. Und ich weiß, wie ich das da rechts machen kann. Dass ich damit genug Schwung nach oben gehe. So, jetzt aber. Ne, von hier unten dann einfach da dran laufen. Ich denke mal, dann habe ich genug Schwung. Aber vorher heißt es, hier hochzukommen, ohne dass es irgendwie nicht hinhaut. Das sah sogar super elegant aus. Wahrscheinlich auch das gewesen, was sich der Entwickler dabei gedacht hatte. Oh, jetzt war ich wieder zu schnell. Ne, das ist auch so ein bisschen mit Zufall behaftet, habe ich das Gefühl. Und so langsam fühle ich mich von den Förderbändern verarscht. Weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass Meatball ein bisschen zu fleischig ist und deswegen von den Förderbändern nicht vernünftig herumgetragen werden kann. Ich meine, den Anfang kriege ich ja jetzt mittlerweile doch relativ schön hin. Und die Musik, die ist einfach geil. Das ist zu langsam. Das ist zu schnell. Nämlich im Sinne von, da geht mal gar nichts dann weiter und das ist auch zu langsam. Das ist perfekt. Sag ich doch. So, jetzt aber. Schlüssel kurz holen. Da unten rein. Hier nach unten und dagegen laufen. Das war's. Bandage Girl! Nee! Nee! Also der Schwung reicht, wenn man den von hier unten holt. Wenn auch nur knapp. Das nicht wahr. Das ist jetzt echt nicht wahr. Ich habe in alle Richtungen gedrückt. Ist schon wieder viel zu viel Zeit vergangen gewesen. Komm schon, Baby. Wir schaffen das jetzt. Ah! Und? Zu weit unten, juhu! Jetzt wollte ich hier einfach mal noch coole Geräusche mit reinbringen, aber das hat das Spiel einfach mal sich so gedacht, so, nee, jetzt macht der Geräusche, jetzt mache ich ihn ganz fix und foxy hier. So, daran. Nach oben. Mit Grade A, dadurch, die Bandage lasse ich jetzt da liegen, die hole ich irgendwann nach. Wenn ich die Nerven dafür habe. Und ich muss von oben nach unten und wieder nach oben, so wie das aussieht. Weil hier gibt es 3 Schlüssel insgesamt. Oder 2. Komm schon, Meat Boy. Mann. Der wird so sehr beschleunigt, dass man den nicht mehr vernünftig lenken kann da oben. Das heißt, ich muss hier irgendwie das beschleunigen. Da oben ist auch nochmal Salz. Ja, wie nett ist das denn bitte? Wie soll ich das denn bitte machen? Was brauche ich denn hier für Reflexe? Die sind unmöglich. Die kann man nicht haben, die Reflexe.
So, links, rechts, links, rechts. Ja, ich habe die Reflexe. Ich habe die Reflexe. Und jetzt darf ich hier wieder hoch. Denn oben ist nochmal ein Schlüssel. Da ganz oben rechts ist nämlich nur einer. Geil, ne? Und dann darf ich wieder runter. So, links, rechts, links, Bams. Rechts, links, rechts, links, rechts und sofort links rein. Ja, das ist sauknapp. So, den Schlüssel holen und das gleiche Ding nochmal von vorne. Und dann haut der Sprung nicht hin. Nein, zu früh gesprungen, zu früh gesprungen. Aber ich bin oben in der Salzlobby rein. Oh, was hier für Sprünge abverlangt werden, ne? So. Ah, da. Diese doofe Salz da links. Oh Mann. Nicht da links, da rechts. Oh Mann. Oh Mann. Das ist doch mehr Lack als alles andere. So. Schön durch die Mitte, schön nach unten und wieder nach oben. Weil es so schön war, gleich nochmal in das Salz und das nochmal von vorne. Ja. So, zack, zack, zack. Er nimmt meine nach rechts Bewegung da oben gerade nicht an, so wie ich das gerne hätte. So, jetzt hat er es aber angenommen. Hui, durch die Mitte und wieder nach oben. So, da muss man nämlich so springen und dann kann man hier nach unten fallen. So, jetzt hier nichts berühren. Level A, Grade A. Boah, guckt euch das an. Wow, wow, wow. Wie alles hin und her und nur ein paar haben es zum Schluss überlebt im Endeffekt. Und nur einer hat es wirklich bis zum Ende geschafft. Schlüssel direkt am Anfang? Okay, ich verstehe jetzt noch nicht so ganz, was der Schlüssel mir da bringen soll. Da muss ich von ganz weit unten beschleunigt werden. Also noch von viel weiter unten. So. Genau. So. Oder... Ich dachte, dass ich dadurch jetzt zumindest noch mal ein bisschen mehr Schwung rausholen kann. So in etwa. War es zu langsam. So. Aber wenn das jetzt nicht an Schwung reicht, dann weiß ich... Dazwischen ist eine Bandage versteckt. Hier ist wieder was gewesen. Ich habe beide Schlüssel gesammelt, oder? Ja. Wo ist jetzt der Fehler im System, wenn ich fragen darf? Hä? Warum sind die Türen da nicht aufgegangen? Oder muss ich hier etwa noch schneller sammeln oder was? Hier ist Schlüssel 1. Den habe ich geholt. Ja, toll, wenn du mich jetzt nicht mehr so weit nach oben beschleunigst, beziehungsweise ich zu schnell drücke. So. Und so. Ach, da oben ist auch nochmal ein Schlüssel gewesen. Vor allem gewesen. Mir ist nämlich jetzt weg. Und ich weiß nicht, wo er hin ist. Ich glaube, ich darf die Schlüssel nicht... Hä? Moment, ich sammle mal dich ein. So, jetzt geht's hier rüber. Und dann geht's darüber. Und da oben liegt im Kranen. Ah, der fällt dann runter, der fällt dann runter. Oh nee, wie doof. Und hier vor mir auch. Guckt euch das. Ja. Okay, ich weiß, wie es geht. So muss man das nämlich machen. Man muss die Schlüssel hier im Flug schnappen. Na, das kann ja noch ein Spaß werden. Ja, ist schon vorbei. Timing. Einfach nur Timing. Pures, reines Timing ist jetzt gerade gefragt. Na, das hat gereicht, aber dann hat es rechts nicht mehr gereicht von der Geschwindigkeit her. So? Nein. So? Nein. So aber nicht. Miau, da fliegt er wieder. Die Skyline im Hintergrund sollte man auch beachten. Ist cool. Ich finde, die hat was. Nein. Nein, ganz knapp. Hat sich das Förderband wieder überlegt. Soll ich ihn jetzt beschleunigen oder soll ich nicht? Kriege ich das nachbeschleunigt oder nicht? So. Ah, wie geil. Jetzt sammelt er den Scheißschlüssel nie ein. Ist klar, Murat, ist klar.
So, hier so landen, dass ich da... Nein! Ich habe nur ein Schloss aufmachen können. Es wäre zumindest schön, wenn man dann direkt stirbt, wenn man einen Schlüssel nicht hat. Dann weiß man auch Bescheid. Oho. Aber so, das war ja am Anfang für mich Raterei. Habe ich das jetzt oder habe ich das nicht? Inwiefern haut das hin für mich? Finde ich so ein bisschen doof. So. Da beschleunigt er mich zu sehr. Oh, ich weiß, glaube ich, auch, wie man das Teil... Nein, so kann man das nicht sammeln. Ich lasse die Bandages jetzt eben gerade. Ich will, dass sie mit Grade A erstmal alles und die Bandages hole ich. Warum sammelst du diesen verfluchten, blöden Schlüssel da nie ein, wenn ich hier schon lang rutsche? So. Und so. Und dann ist wieder alles kaputt. Das wird nix. Habe ich schon im Ansatz gesehen. So langsam tun mir auch die Daumen weh. Vom dauerhaften Drücken und immer wieder drücken. Jetzt habe ich es einfach versucht zu retten. Ob das hinhaut. Ja, das war richtig elegant. So, das sieht doch gut aus. So, holen wir uns den Schwung, um nach da oben zu kommen, oder wir lassen es. Oh Gott. Oh Gott. Das Spiel ist so leicht. Ja, das kann jeder 10-Jährige.